Letzte Saison konnte der Insolvenzantrag, den der OFC stellen musste, noch abgewendet werden. Das hatte vor allem drei Gründe. Erstens die Spendenbereitschaft der Fans. Zweitens der FC Bayern München, gegen den der OFC morgen spielt. Und drittens die Gönner und Sponsoren des OFCs, bei denen sich der OFC heute Abend, einen Abend vor dem Bayern-Spiel, bedanken will. Hier in der alten Schlosserei, im Gebäude der EVO, findet heute eine Sponsorenveranstaltung statt. Wir schauen mal ganz genau zu. Ein wunderschöner, fast magischer Abend ist zu Ende gegangen. Vielleicht erstmal Ihr kleines Resümee. Ja, ich denke, unseren Gästen hat es gefallen und das ist mal ja, die Hauptsache. Mir hat es auch gefallen und ja, vielleicht ist es ein Beginn einer kleinen Tradition, dass wir vielleicht jährlich so eine Veranstaltung für unsere Freunde, Gönner und Sponsoren machen. Aber ich denke, rundum ein gelungener Abend. Beginn einer kleinen Tradition. Wie kam es zu diesem Gedanken dann? Ja gut, wir hatten dieses Retterspiel vereinbart und haben auch sogenannte Retterpakete verkauft und unter anderem war dort enthalten, dass wir sagen, okay, wir machen ja ein Bankett, eine kleine Gala. Das war also so die Grundidee. Aber ja, aus einer Idee, die erwächst aus vielleicht einer einzelnen Veranstaltung, wie jetzt diesem Retterspiel, kann ja durchaus auch ein Stück weit Tradition werden. Also viele Leute haben mich angesprochen und haben gesagt, wenn wir das einmal im Jahr machen würden, würden sie das super finden. Jetzt war es ja nicht nur eine Idee, es war ein richtig ausgefeiltes Konzept heute Abend. Das Stichwort Magie hat sich sehr durch den Abend gezogen. Es gab einen Künstler, der von Tisch zu Tisch ging, gab eine große Zaubershow. Hat Ihnen das gefallen? Ja, das hat mir absolut gefallen. Ich glaube, so eine Veranstaltung braucht ein Stück weit einen roten Faden. Das muss jetzt nicht jedes Mal Magie sein, Zauberei. Aber ich glaube, ja, die Leute ja, waren unterhalten, es war kurzweilig und das ist das Entscheidende. Jetzt muss man so ein Programm ja erstmal auf die Beine stellen können. Wie hat das alles funktioniert? Ja, da dürfen Sie mich nicht fragen. Da müssen Sie unseren Geschäftsführer fragen, den Christopher Fiori. Der hat es mit seinem Team gemacht. Der ist also dafür verantwortlich? Absolut. Er trägt die hundertprozentige Verantwortung für diesen Abend, der gelungen ist. Und deswegen gebührt ihm auch das Lob. Das heißt, eventuell wird es mit sowas nochmal weitergehen? Also, wir haben jetzt ganz kurz gesprochen. Natürlich ist jetzt ja, ein sehr, sehr positiver Eindruck da. Aber ja, ich glaube, die Gäste würden es begrüßen, wenn wir sowas ja, einmal im Jahr machen würden. Sicherlich vielleicht mit unterschiedlicher ja, künstlerischer Untermalung. Aber einmal im Jahr eine, ich sag mal, stimmungsvolle, qualitativ hochstehende ja, Veranstaltungen organisiert von Kickers Offenbach für Freunde, Sponsoren, Gönner, die Gremien. Ich glaube, ja, das ist keine schlechte Idee. Jetzt möchte ich Sie zum Schluss nochmal auf einen Teilsatz festnageln, den Sie in Ihrer Rede vorhin fallen ließen. Und zwar, da ging es darum, Sie haben so einen kleinen Ausblick gegeben, dass so ein Spiel wie gegen FC Bayern München gegen so eine Art von Gegner durchaus auch nochmal vorkommen könnte. Habe ich das richtig rausgehört? Also Sie haben nicht ganz falsch gehört. Das kann man natürlich nicht versprechen, nicht zusagen. Aber ja, als wir mit Bayern gesprochen haben und versucht haben, dieses Spiel zu realisieren, habe ich auch mit vielen anderen Vereinen gesprochen und natürlich werde ich das fortsetzen. Und mein Ziel ist es schon, dass wir einmal im Jahr ein Spiel hier in Offenbach haben. Das muss nicht Retterspiel heißen. Das war jetzt eine besondere. Hoffen wir mal, dass es kein Retterspiel mehr geben muss. Absolut. Sondern, dass wir einfach einen attraktiven Gegner hier haben, der ja, unsere Fans reizt und wo wir ein Stadion ganz einfach komplett befüllen können und einfach einen schönen Fußballabend verleben. Dann wünschen wir Ihnen auch in unserem Interesse ganz viel Erfolg dabei und vielen Dank für den schönen Abend. Right.
OFC wird niemals untergehen, fest wird er ewig stehen, so wie der Biberberg.